Ja, guten Morgen. Ich bin's wieder, euer Peter beim Walken. Birne einschalten, überlegen. Ja, was ist mir gekommen heute? Ich habe euch gestern in meinem Walking-Tipp erzählt, ihr sollt euch neu erfinden, reimagine. Also mein Gedankengang, habt ihr vielleicht schon mitgekriegt, ist, ihr müsst euch als Unternehmen erstmal die Frage stellen, wer bin ich aus Sicht meiner Kunden heute, wer bin ich aus Sicht meiner Kunden heute nicht? Und wer will ich eigentlich in Zukunft aus Sicht meiner Kunden sein? Das ist die erste strategische Fragestellung. Drei Fragen, die ihr klären müsst. Der nächste Punkt ist dann, wenn ihr seht, dass ihr einfach nicht mehr weiterkommt mit euren Businessmodellen, weil ihr, so wie ich es euch das letzte Mal erzählt habe, einfach nicht aufgrund dieser Veränderungen und dieser veränderten Dramatik, die draußen rundum passiert. Aber eigentlich ist es nichts Neues. Es ist die Landscape, die sich ständig verändert und die verändert eben das Erleben und Verhalten von unseren Kunden, von uns Menschen, von unseren Kunden. Und dann habe ich gesagt, musst du dir jetzt eben die Frage stellen, bin ich mit meinem Produkt immer noch eine passende Lösung? Denkt jetzt, wenn der Lockdown vorbei ist, wenn der Restart kommt, sind eure Lösungen, könnt ihr die 1:1 übernehmen? Habt ihr überhaupt Lösungen für die Probleme der Kunden? Und das war so mein Gedankengang. Und dann kommt natürlich immer die Frage, viele haben mich angeschrieben und gesagt, ja, wie willst du denn an diese Motive der Kunden herankommen? Das ist eigentlich gar nicht so schwer, ja. Ich habe da viele Methoden auf meinem YouTube-Channel, kostenlos. Da könnt ihr mal drauf schauen. Aber ein Tipp aus diesem Repertoire, das einfachste und günstigste, da braucht ihr auch keine Agentur dazu, keinen Berater, kein Marktforschungsinstitut. Ich nenne das ad hoc. Das heißt, versammelt einfach mal alle, die bei euch im Unternehmen Kundenkontakt haben. Versammeln geht natürlich jetzt nicht, aber ihr könnt ja über Streamingdienste, über Skype, über Go-To-Meeting und alles, was da jetzt angeboten wird, könnt ihr das ja online machen. Beruft eure Leute, alle die Kundenkontakt haben, bitte in diese Konferenz. Und dann stellt die Frage, ihr als der den Workshop leitet, stellt einfach mal die Frage, hallo Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterinnen, ihr habt ständig Kundenkontakt. Ihr seid die Verkäufer, ihr seid aber auch an der Webseite dran. Ihr macht das Meckertelefon, ihr seid in Service- und Beschwerdemanagement unterwegs, etc. etc. Also alle, möglichst heterogen, alle, die Kundenkontakt haben. Frag deine Mitarbeiter, Kinder, jetzt sammeln wir einfach mal vielleicht in einen Google Doc hinein oder in ein Dokument oder ihr schreibt es auf und du selber notierst es. Was sind denn die bisherigen Fragen, Klammer auf, Probleme? Was sind die bisherigen Fragen, die unsere Kunden eigentlich an uns stellen? Und am besten ist natürlich, ihr sammelt das alles. Und wenn ihr das gesammelt habt, dann ist der nächste Schritt, dass ihr einfach hergeht und die gesammelten Fragestellungen, die jetzt erfasst wurden, dass ihr die ein bisschen sortiert. Der Psychologe spricht von Clustern. Ihr macht so eine Mini-Mini-Inhaltsanalyse und ordnet die Fragestellungen einfach kleinen Töpfchen zu und gebt jedem Töpfchen einen Überpunkt. Und das sind die Bereiche, wo man Fragestellungen und Probleme der Kunden relativ schnell, ohne mit dem Kunden Kontakt zu haben, herausfinden kann. Und jetzt kommt's, wenn ihr das sortiert habt, in Grundfragen, in Produktfragen, dann habt ihr schon eine gute Übersicht, was die bisherigen Fragen eurer Kunden waren. Und jetzt kommt der Schritt, der wehtut. Und jetzt geht mit diesem kleinen Mini-Fragenkatalog, schaut euch mal eure Webseite an. Geht auf eure Webseite, schaut euch die Unter-URLs an und prüft, ob eure URL wirklich die Fragen eurer Kunden beantwortet. Tut die Webseite das nicht oder tut euer Online-Shop das nicht? Und dann ist er einfach schlecht gemacht. Ich werde euch in folgenden Dingen noch zeigen. Ich verfolge da so eine Theorie. Für mich ist jeglicher Online-Auftritt, jeglicher digitaler Auftritt ist immer ein Dialog. Ich nenne das nur, es ist ein Ersatzdialog. Also die Kunst wird sein, wie schnell könnt ihr in Zukunft das Wissen, das Know-how eurer Verkäufer und Verkäuferinnen in ein Ersatzgespräch umwandeln, um dies dann auf unterschiedlichen Medien und Devices führen zu können. Aber da vielleicht mal zu einer nächsten oder bei einer nächsten Session. Aber jetzt die Aufgabe an euch, wenn ihr Bock habt und denkt einfach mal mit. Ja? Fragt einfach mal ab, sammelt, was sind die bisherigen Fragen unserer Kunden. Sammelt es, kategorisiert es, bringt es irgendwo in ein Verhältnis und dann schaut ihr eure Werbemittel an. Webseite, Prospekte, Kataloge, Messekataloge und so weiter und so weiter. Und schaut mal,
ob eure Werbemittel diese Fragen überhaupt beantworten. Und ich weiß aus Erfahrung, dass in vielen, vielen Fällen das eben nicht der Fall ist. Also macht es, probiert es und dann schaut ihr, wenn ihr euch noch richtig die Kante geben wollt, dann vergleicht euch einfach mal mit den Wettbewerbern, ob die Wettbewerber von euch die Fragen eurer Kunden, die euch eure eigenen Leute ja erzählt haben, beantworten. Das ist der nächste Arbeitsschritt, macht extrem viel Spaß, klärt auf und sorgt für Gesprächsstoff. Und der Nebeneffekt, was ich in der Beratung immer feststelle, ist, wenn ich diese kleine Übung mache, die kann ich über den ganzen Vormittag hinziehen, ist, dass unterschiedliche Abteilungen einfach mal miteinander reden. Das heißt, ihr schafft mit so einer Methodik auch das Aufbrechen dieser verdammten Silos. Und das ist das, was er zum Neustart braucht. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich gehe noch ein bisschen und dann gehe ich selber wieder an den Bildschirm und verglühe den ganzen Tag in der nächsten Videokonferenz. Ich wünsche euch was und bleibt mal gesund, euer Peter.